Merhaba sevgili TV Türk Spor izleyicileri. Yine bir TV Türk Spor programına daha hoş geldiniz. Bugün BFC Dynamo BAK 07 maçındayız. Geçen haftaki bir birlik Berlin derbisinden sonra bugün yine bir Berlin derbisi var. Bakalım ne olacak? Şu ana kadar bize verdiğiniz destekten dolayı size teşekkür etmek istiyoruz. Facebook sayfamızda 600'den fazla like geldi. Yaptığımız iş herhalde iyidir. Seyrediyorsunuzdur ki bize like yapıyorsunuz. Devam edin. İyi seyirler. Bizle kalın. Esen kalın.
Evet sevgili TV Türk Spor seyircileri, maç bitti. Maç sonucu 1-1. Yanımızda BHK'nın oyuncusu Onur Yeşilli var. Onurcuğum hoş geldin. Sakatlıktan dolayı çıktın herhalde. İyi misin şimdi? Evet, ayak biraz ağır yürürken ama herhalde fazla kötü bir şey yok. İnşallah bir şey kopmamıştır. İnşallah. Onurcuğum 1-1. İkinci derbi yine 1-1. Bize kısaca maçı değerlendirir misin? Nasıl maç oldu senin görüşünle? Ben şimdi 30 dakika sonra çıktığım için sadece ilk dakikaları söyleyebilirim oynadığım zaman. Orada bence bizim iyi pres yaptık, iyi öne doğru oynadık, iyi şanslarımız vardı. Onun için bence 1-0 hak ettik. Arkada da iyi durduk, ondan fazla şans yoktu. İkinci yarıya biz fazla iyi çıkamadık sağa, onlar biraz daha çok baskı yaptı bize. Onun için 1-1 onlar da hak etti. Sonuçta sonunda biz aslında 2-1 yapmamız gerekiyordu. Mecbur. Ama maalesef bir oynadık ve bence ama hak etti iki tarafta. Şimdi Kevin Stefan'ın iki tane golü var. Offside diyoruz ama sen göremedin. Çıkmış mıydı sana? Evet ben çıkmışım, onu göremedim. O zaman biz geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz. Sana başarılar canım. Ja, ein rassiges Derby ging zu Ende. Endstand zwischen dem BFC Dynamo und dem BHK 1-1. Unserem Gästetrainer Steffen Baumgart zuerst die Möglichkeit, das Fazit zu ziehen. Ja, ich glaube, Racing Derby trifft es. Ich glaube auch, dass das Ergebnis 1-1 in Ordnung geht. Ja, der FC hat zweite Halbzeit viel Druck gemacht. Wir waren dann nicht in der Lage, ich sag mal, den Druck von uns wegzuhalten, dann halt auch in den entscheidenden Phasen, die wir dann hatten, ich sag mal, die Tormöglichkeiten dann eben nicht zu nutzen. Dann muss man mit diesem Punkt zufrieden sein. Ich glaube, man hat gesehen, dass beide Mannschaften gewinnen wollten, dass beide Mannschaften hier wirklich an die Grenze gegangen sind. Und ich glaube, dass es ein sehr gutes Derby war, eine Werbung für den Fußball, gerade für den Berliner Fußball. Ich fand es spannend, bin ein bisschen enttäuscht natürlich, weil wir es nicht über die Bühne gekriegt haben. Aber am Ende muss man mit dem Punkt leben. Und wie gesagt, wir müssen uns aufrappeln und müssen halt sehen, dass wir anfangen, mehr Punkte zu holen als immer nur einen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Baumgart. René. 90 Minuten, sehr intensiv an der Linie. Die Zuschauer haben es gemocht. Ich denke, sie werden wiederkommen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir sind heute nicht so gut ins Spiel gekommen, haben uns dort schwer getan. Aber auch nach dem Rückstand, man hat halt auch gesehen, man will das Spiel gewinnen. Die Jungs sind marschiert in der zweiten Halbzeit wie die Teufel. Und ich denke auch, das hat Spaß gemacht zuzusehen. Da war Feuer drin. Es war eine super Unterstützung von den Fans, war eine überragende Atmosphäre hier im Stadion und ja, da macht es auch Spaß. Ja, schönes Fazit soweit. Erstmal gibt es Fragen seitens der Pressevertreter. Gibt's nicht? Wollen wir kurz auf die 85. Minute eingehen, die letzte Großchance vom BHK. Hätte Steffen Baumgart den reingemacht? Wenn René Riedl geflankt hätte, bestimmt. Ich glaube, wir alle, ich sag mal, wir haben ja nur, sind ja auch alles Trainer und von außen sieht es manchmal einfach aus. Ja, jeder würde sagen, ja, von 10, 9 geht er hin. Aber ich glaube einfach, da muss man halt mit leben. Ja, das ist, glaube ich, das Schlimmste für einen Spieler in so einer Situation. Und Kiwi, müssen nicht drüber reden, jeder, der das schon mal erlebt hat. Und das habe ich auch erlebt, so ein Ding. Ärgert sich natürlich, aber vom Grundsatz ändert das nichts am Spiel oder am Spielverlauf, sondern einfach 1-1. Ja, ich glaube, so wie Riedl es gesagt hat, super Stimmung, ja, ein super Derby und am Ende 85. hin oder her, erledigt. Gut, dann erstmal vielen Dank. René, was dürfen wir für Sonntag gegen die U23 von Hertha erwarten? Kurz aufeinander jetzt alles. Also wir werden jetzt erstmal vernünftig regenerieren wieder. Beim gucken, dass wir die kleinen Wunden ausheilen und dann wollen wir natürlich dort wieder ordentlichen Fußball spielen. Ja. Und am liebsten auch erfolgreich. Du auch. Ja, dann bedanken wir uns bei beiden Mannschaften für das intensive Spiel, für die nette PK jetzt hier und wir sehen uns am Sonntag dann um 13.30 Uhr im Amateurstadion bei Hertha BSC, beziehungsweise in der Woche darauf dann 19 Uhr hier im Jahn-Sportpark gegen den FC Energie Cottbus. Vielen Dank. Evet sevgili TV Türk Spor seyircileri, şimdi yanımızda yine BHK07'nin hocası Steffen Baumgart var. Steffen, schön, dass du dich wieder zur Verfügung stellst. Kurze Analyse zum Spiel, bitte. Ja, gute erste Halbzeit, sehr gute kämpferische zweite Halbzeit von beiden Mannschaften.
verdientes Unentschieden. Ich glaube, wir waren erste Halbzeit besser, BFC zweite Halbzeit. Am Ende muss man mit dem Punkt leben. Wir müssen uns wirklich, so wie letzte Woche schon, immer wieder ein bisschen weiterentwickeln, ein bisschen, dass wir wirklich diesen Bock mal umstoßen, diese drei Punkte zu behalten. Ich glaube, man hat ein sehr gutes Derby gesehen von beiden Mannschaften, ein sehr gutes Regionalliga-Niveau. Ja, uns fehlen halt diese Punkte im Moment, aber muss man mit leben, halt muss weitergehen. Kurz dazu, ich habe so ein bisschen Vergleiche gezogen mit letzter Woche oder besser gesagt mit Samstag. Auch wieder erste Halbzeit wirklich bärenstark, zweite Halbzeit wieder. Kannst du sagen, woran es liegt oder ist es wirklich auch so, dass die Teams natürlich nochmal ein bisschen mehr Spritzigkeit gegen uns präsentieren, wegen letztes Jahr, sage ich jetzt mal? Oder wie erklärst du dir das? Nein, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir noch nicht die Ruhe haben, diese Konter richtig auszufahren. Wir schaffen es im Moment nicht, wenn wir diese Ballgewinne haben, es sauber auszuspielen. Also du siehst dann halt, dass viele Abläufe, die im letzten Jahr funktioniert haben, nicht funktionieren. Ja, viele kleine Fehler und dadurch bringst du den Gegner natürlich immer wieder ins Spiel. Ja, da muss man sagen, sind viele Entscheidungen, sagen wir mal, die im Moment 50-50 sind, die fallen jetzt nicht in unsere Richtung, aber das ändert ja nichts am Ergebnis. So, wir müssen es besser ausspielen, das kriegen wir nicht. Das schaffen wir im Moment nicht, aber man muss auch sagen, das war, glaube ich, heute auch vom Gegner her einfach sehr gut gemacht. Und damit muss man auch umgehen können, ja, dass der Gegner einfach auch mitspielt. So, und von der Warte her müssen wir damit zufrieden sein und bin ich auch. Wieder ein erster Wechsel in der ersten Halbzeit, 38 Minuten. Bruno Jeschille hat mal vorhin im Interview gesagt, ihm geht es eigentlich relativ gut, zieht ein bisschen, schmerzt ein bisschen. Kannst du da schon was Näheres sagen? Nein, er geht morgen zum Arzt und dann gucken wir. Steffen, vielen Dank. Wir sehen uns am Samstag wieder. Toi, toi, toi. Alles klar, danke. Ui.